Hallo, hey moin und willkommen hier bei mir. Ich würde noch wie spielen. Quantum Break, das möchte ich heute diesen Part starten. Gespeichertes Spiel zurücksetzen. Ja, ich habe schon einen Spielstand. Es ist nicht das erste Mal, dass ich das Spiel spiele. Aber irgendwie hat sich das so ergeben. 2017 habe ich es erstmal gespielt. Letztes Jahr habe ich es Anfang des Jahres nochmal gespielt. Warum erkläre ich im Laufe des Let's Plays? Und jetzt haben wir Anfang 2019. Und jetzt möchte ich es nochmal spielen. Diesmal einfach so als Let's Play habe ich mir gedacht, nehme ich es einfach mal auf. Weil es einfach eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Die Zeit ist Todesursache Nummer eins. Sie kriegt uns alle. Was Sie wissen müssen ist, die Zeit ist zerbrochen. Ein wachsender Riss führt zum Ende der Zeit. Und wir suchten was, um es in Ordnung zu bringen. Aber es ging schief. Paul Serene konnte uns aufhalten. Er hat Superkräfte. Jack? Wie ich auch. Wir versagten. Jack. Und natürlich gab es Zeitreisen. Jack. War das jetzt zu schnell? Okay. Was besprechen wir als erstes? Sagen Sie es mir. Nochmal von Anfang an. Als Sie zum ersten Mal zur Riverport-Universität kamen, ich kam nach Hause, um meinen Freund Paul Serene zu sehen. Er wollte mir zeigen, woran er gearbeitet hatte. Mein Bruder Will war Wissenschaftler. Er war auch beteiligt. Paul meinte, es würde die Welt verändern. Er hatte recht. Wow. Hey, Mann! Pass auf, wo du hinfährst! Fick dich! Verschwinde von der Straße! Schlampe. Die Riverport-Universität. Wir sind da. Hey. Danke, Kumpel. Kein Problem. So, da sind Sie wir. Sie waren 6 Jahre weg. Paul und ich waren in Kontakt geblieben, aber mit Will nicht wirklich. Vieles hat sich verändert. Wie hat sich das für Sie angefühlt? Ich war glücklich, Paul wiederzusehen. Ich würde sagen, da sind wir im Game vom Quantum Break. Wir sind an der Riverport Universität. Wir selber spielen Jack Joyce, wer ist er? Ach, X, erstmal dran gewöhnen, hier wieder die andere Steuerung. Harte Nacht gehabt? Irgendein Student wohl? Schei. Ach, ist doch jetzt auch alles völlig scheißegal. Ja. So, hier haben wir eine Karte. Wenn ihr euch wundert, warum mein Charakter so komisch rumläuft. Ich spiele momentan auch mit meinem Wii U Pro Controller mit so einem Linksdrall. Der ist ein bisschen kaputt. Ich habe schon einen neuen bestellt, der ist aber noch nicht da. Das heißt, zu Beginn werde ich erst mit dem nutzen müssen. So, hier steht jemand. Guten Morgen. So, und wenn wir jetzt weglaufen und uns wieder umdrehen. Wo ist der Typ hin? Ist der weg? Und das habe ich leider... Ich bezweifle, dass er hier draußen ist. Ich gehe besser auf den Campus. Ja, gut. Eine hervorragende Idee. Das habe ich leider beim ersten Durchspielen nicht gepeilt, dass er verschwindet, wenn man sich dann nochmal umdreht. Ich habe mich einfach nicht nochmal umgedreht und einfach nicht nochmal nachgesehen. Ich bin gerade auf dem Campus angekommen. Wo steckst du? Wie schön, deine Stimme zu hören. Wenn du den Innenhof erreichst, dann schau nach rechts. Dort siehst du das schicke Physiklabor, in dem die Lichter an sind. Ich treffe dich dort drin. Ich freue mich so. Du hast mir immer noch nicht gesagt, worum es hier geht. Ich weiß. Bis gleich. Warum um 4 Uhr nachts? Warum nicht bis zum Morgen warten? Paul war schon immer etwas dramatisch. Ja, ihr merkt schon, das Spiel ist bedingt geeignet für ein Let's Play, weil es wird sehr oft dazwischen geredet. Also das Ganze ist ja so nacherzählt. Und ja, es kann sein, dass ich dann manchmal unterbrochen werde. Das ist ziemlich unheilvoll.
Also ich mit meinem Kunstverständnis erkenne da jetzt nicht so wirklich viel, muss ich sagen. Aber solche, ja, so Graffiti wird uns noch häufiger am Spiel begegnen. Was haben wir hier? Ich will mir jetzt allerdings nicht alles anschauen. Ich muss das nur mal zu Beginn, um selber auch nochmal wieder ein bisschen reinzukommen. Es ist ja nicht, ich habe ja nicht irgendwie mich wieder reingespielt oder sowas, sondern ich habe das jetzt gestartet und die Aufnahme direkt mit. Also eine Demo vielleicht. Also hier läuft nämlich eine Demo. Warum? Ich glaube, das erfahren wir gleich noch. So, was ich... Ach, da liegen auch noch welche. Na? Tolle Demo. Ja. So, da. Kann ich da wieder rein? Ja, kann ich. Ah, wie gesagt, das ist ein bisschen blöd im Controller, aber das kriege ich. Das wird sich schon noch geben. So, hey, hier. Wo geht es hier zum Physiklabor? Sie meinen die riesige Metallschildkröte hinter mir? Komm zu verfehlen, Mann. Danke. Na, no, please go round. Okay, Schatz, gehen wir hier lang. Nach Hause? Was war das? Hey, hier ist Bobby Redford am Ende seiner Nachtschicht. Wie geht es Ihnen da draußen, Bewohner von Riverport? Sind Sie noch unterwegs? Wachen Sie gerade auf? Oder gehen Sie zu Bett? Vielleicht schlafen Sie ja schon. Könnte ich Ihnen nicht verübeln. Es passiert momentan sowieso nicht viel in der Innenstadt. Außer Sie sind auf dem Campus der Riverport Universität, wo noch immer heftig gegen Monarch Solutions protestiert wird. Monarch möchte nämlich die alte Campusbibliothek abreißen und ein brandneues Gebäude hochziehen. Die Demonstranten glauben, dass dieses Gebäude zu unserem Vermächtnis gehört und Monarch nicht noch einen weiteren Teil Riverports für sich vereinnehmen darf. Ich persönlich stehe auf der Seite der Aktivisten. Ich bin mir sicher, dass Monarchs neues Gebäude bestimmt groß und glänzend wird. Aber ehrlich, da scheiß ich drauf. Ich liebe diese alte Bibliothek, auch wenn sie etwas marode ist. Ich mag, wenn etwas Charakter hat. Und Monarch, verdammt, die haben so viel Charakter wie ein brandneues Smartphone. Von mir aus können sie mich ein Hipster oder sowas nennen. Ich finde einfach, dass man kein klugscheißer Arschloch mit Bioturnschuhen und einer ironischen Frisur sein muss, um ein nettes Restaurant mit Persönlichkeit einem weiteren Kettenrestaurant vorzuziehen. Aber so sehr es mir wehtut, das zu sagen... Ich denke, die Sache ist gelaufen. Monarch wird die Bibliothek morgen abreißen, egal was wir dazu sagen. Sparen wir uns die Kräfte lieber für den nächsten Kampf. Denn ich bin mir sicher, dass sie mit unserer Stadt noch nicht fertig sind. Ja, diese Radiobeiträge, die dazwischendurch kommen, die sind Komm, Amy, lass gut sein für ziemlich heute. Wichtig. Es ist niemand mehr da, den du überzeugen kannst. Na, hier ist noch jemand. Was haben wir hier? Hands off. Ach, würde der Kacke nicht... Wegen meinem Analogstick sich nicht immer so bewegen. Was haben wir da? Expose the lies. Find the truth. Okay, haben wir also die Demo-Schilder. Reden wir doch mal mit der Amy hier. Wenn du zu dieser Studentenverbindung gehörst, gut gemacht. Wir werden aufgelöst. Hey, ich komme in Frieden. Ich treffe mich hier nur mit einem Freund. Um 4 Uhr morgens? Ja, ich weiß. Nun, wir... leisten Aufklärungsarbeit in Sachen Monarch Solutions. Wenn du wissen möchtest, was sie so auf dem Kerbholz haben, dann frag mich einfach. Okay, das ist jetzt tatsächlich wichtig. Deswegen, ich werde mir nicht alle Gegenstände, die so rumliegen und sowas ansehen, einfach weil das sonst viel zu lange dauert und auch ein bisschen langweilig ist. Also es ist sehr interessant, wenn man das selber spielt, das alles durchzulesen und so weiter. Aber ist jetzt ein bisschen ungeeignet. Das hier allerdings ist für die Hintergrundgeschichte schon relativ... wichtig, wenn man sich das mal anschaut. Nobody knows, now. So, okay. Ich glaube, das musste ich anklicken, damit sie mir was drüber erzählt. Gut, klär mich auf. Okay. Was würdest du davon halten, wenn ein Monopolunternehmen deine Lebensgeschichte komplett durch den Dreck ziehen würde? So viel zu Smalltalk. Gut. Denn die schicke Bibliothek dort drüben ist über 100 Jahre alt. Sie gehört zum historischen Erbe der Stadt. Und Monarch Solutions hat vor, sie morgen abzureißen. Möchtest du wissen, warum? Wir haben eine Grafik mit allen Details. Ah, das war, glaube ich, die Grafik, die ich mir gerade angesehen habe. Monarch reißt die Bibliothek ab, um ein weiteres Forschungslabor zu bauen. Und wofür das alles? Du wirst es mir sicher gleich sagen. Um ihre Konzernagenda durchzusetzen. Schau dir diese Zahlen an. Nach und nach übernehmen sie die Stadt und niemand will es wahrhaben. Sieht nicht gut aus. Hey, ich muss mich jetzt mit meinem Freund treffen, aber gib den Kampf nicht auf, okay? Na gut, viel Spaß mit deiner Affäre. Nicht ganz. So, hier hat man übrigens, die sind ja von Remedy, das Spiel ist von Remedy und das hier ist eine Hommage an Alan Wake, weil Alan Wake ist ebenfalls ein Spiel von Remedy. Ich werde das jetzt nicht ganz abspielen, aber
kurz ein bisschen reinschauen. He's been gone for 5 years. Dark matter and dark energy constitute over 95% of our universe. We're just a speck of light floating in an endless ocean of darkness. Okay, ich weiß nicht, wie lange das jetzt geht, aber das ist halt so ein Alan Wake-Film. Das Besondere an diesem Spiel ist übrigens, dass es sehr viele... Paul war schon immer erfolgshungrig. Vom Erfolg getrieben. Er hat es auf eine ganze Reihe dieser junge Unternehmer des Jahreslisten geschafft. Und jetzt koordinierte er ein riesiges Projekt an der Universität. Für ihn war das eine große Sache. Ah, das ist hier... Dass das Spiel teilweise Spiel ist, größtenteils Spiel, aber auch eine eingebaute Miniserie hat. Und je nachdem, welche Entscheidung man trifft, spielt ein anderer Film ab. Und das ist, glaube ich, ganz interessant. So, wen haben wir hier? Hey, die Demo ist vorbei. Ab nach Hause. Deshalb bin ich nicht hier, Chef. Sie brauchen nicht den Wachmann rufen. Arschloch. Mann, er ist sympathisch hier in der Demo. Wo ist Ihre Uniform? Was war das? Kommen Sie schon. Ich erkenne Wachleute, wenn ich sie sehe. Sicher, dass Sie hier rumschnüffeln wollen? Sollte das eine Drohung sein? Echt niedlich. Gehen Sie einfach weg. So, sagt das jetzt noch oder muss ich sagen? Okay, sagt es nicht. Das ist ein Charakter, der wird später, vor allem auch in den Filmen, noch wichtiger sein. Deswegen habe ich den auch angesprochen. So, hier haben wir irgendwelche Schilder, die über die Demo reden. Also ich kann mal kurz sagen, damit ich die Schilder nicht alle anschauen muss, um was es geht. Der Paul Serene, den wir treffen, alter Freund, der ist Unternehmer geworden. Oder ist ein Unternehmer. Und will hier an der Universität, arbeitet an einem Projekt. Und was das für ein Projekt ist? Eine ziemlich lange Reise, nur um ein Forschungsprojekt zu sehen. Sehen wir gleich. Zwischen den Zeilen las ich, dass Paul unter sehr viel Druck stand. Er brauchte einen Freund. Ich wollte ihm helfen, so gut ich konnte. Gibt's ja gar nicht. Jack Joyce! Höchstpersönlich! Der hochverehrte Mr. Paul Serene. Wie geht's, reicher Mann? Halt die Klappe und komm her. Willkommen zu Hause. 6 Jahre. Ich dachte schon, du kehrst nie zurück. Ja, ich auch. Komm mit. Da lang. Wir gehen nach oben ins Labor. Wir waren, also Jack war der Flug? 6 Jahre Klasse. Lang. Danke. Ein deutliches Upgrade seit unserem Roadtrip nach Utah. Ich vermisse diese Zeiten. Ich schätze, dass Will nicht zu uns stoßen wird. Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ich wusste, dass Paul Will um Hilfe bei seinem Projekt gebeten hatte. Will war die einzige Familie, die ich hatte, aber er war schwierig. Ich habe das Gefühl, ich werde nicht viel sagen können, weil sowieso die Charaktere ständig reden. Wir waren 6 Jahre lang weg aus Riverport, weil da gab es einen Streit mit dem Du verschweigst Bruder. Mir doch Will. Etwas. Geht es um meinen Bruder? Du musst dir immer noch sagen, hä? Huh? Wenn Will etwas falsch gemacht hat, dann... Jack, ich hatte einen Grund, mich bedeckt zu halten. Das Projekt, an dem wir arbeiten, es wird die ganze Welt verändern. Ach, warum habe ich das Gefühl, dass ich es gleich mit einer deiner langen Präsentationen zu tun bekomme? Käme ich denn dazu? Oh, sieh mal, eine perfekt platzierte Präsentation zu unserem Projekt. Wer hat die da wohl hingelegt? Ja, frage ich mich auch. Aber die sollten uns ansehen, weil die ist wichtig. Spaß beiseite. Zum Labor geht's da lang. Komm. Ich will deine Präsentation sehen. Ja, ich will deine Präsentation sehen. Ich weiß, dass du das liebst. Komm schon, Mann. Komm, hau raus, Paul. Na gut. Wenn du darauf bestehst, Fortschritt. Das ist es, was unsere Spezies antreibt. Im Lauf der Geschichte haben wir lebensgefährliche Krankheiten besiegt und den Planeten erforscht. Oh, gut.
Der Marketingmodus ist an. Unterbrich mich nicht. Aber es gibt etwas, das verhindert, dass wir wahren Fortschritt machen. Die Zeit selbst. Ich bin kein Wissenschaftler, aber man hat es mir folgendermaßen erklärt. Ein rotierendes schwarzes Loch ist theoretisch in der Lage, die Raumzeit zu krümmen, wodurch es potenziell möglich wird, durch Raum und Zeit zu reisen. Vor vielen Jahren stellte William Joyce, dein Bruder, die Theorie der Existenz von Kononpartikeln auf. Diese Partikel sind jetzt unter dem Namen Meyer-Joyce-Partikel bekannt. Sie erzeugen ein allumfassendes Feld, das konstante und gleichbleibende Fortlaufen der Zeit ermöglicht. Hier beim Projekt Promenade haben wir diese beiden Theorien zusammengeführt, um eine Möglichkeit zu finden, dieses Feld zu manipulieren, mit erstaunlichen Ergebnissen. Das ist noch nicht alles, sollte aber als Einführung reichen. Okay, los geht's. Es geht also um Quantenphysik. Paul, du weißt, dass mein Bruder sich viele Jahre in diesem Thema vergraben hat. Hast du Will deswegen als Berater hinzugezogen? Als Dr. Kim verstarb, war dein Bruder die logische Wahl als Ersatz. Ich sag's nochmal, das mit der Steuerung kriege ich in den Griff. Also, ich laufe nicht mit Absicht also ab durch die Gegend. So, alles total sicherheitsmäßig verriegelt hier. Willkommen zum Projekt Promenade. So, mach das Licht jetzt auch noch an. Vielleicht muss ich weitergehen. Ja, jetzt ist das Licht an. Ach du Scheiße. Ihr müsst eine Menge Kohle zur Verfügung haben. Was ist das hier alles? Die Zukunft, Jack. Vor dir siehst du die größte Entdeckung unserer Zeit. Sehr beeindruckend, aber Will ist der Wissenschaftler. Wozu brauchst du mich? Es gibt einen Grund, warum wir das hier um 4 Uhr morgens machen. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Du musst mir helfen, Will zu überzeugen. Ja, hatte ich mir schon gedacht. Als dein Bruder das Ausmaß unserer Anstrengungen erkannte, da... Nun ja, du kennst ja Will. Ja. Warte, ich muss was von meinem Schreibtisch holen. Will hat überreagiert. Er hat die Investoren vergrault, indem er behauptete, es gebe Rechenfehler, große Risiken. Alles ohne jeglichen Beweis. Es funktioniert, aber sie werden uns die Mittel kürzen, wenn ich es nicht beweisen kann. Schade, ich dachte, er sagt was dazu, wenn ich mir das anschaue hier. Du hast mich immer in so etwas hineingezogen. Jetzt. Ich? Ich hab dich hineingezogen? Ich sage nur ein Wort. Utah. Ha, okay. Touché. Und was ich so höre, hast du in den letzten Jahren auch ohne mich genug Ärger am Hals gehabt. Nun, ganz offensichtlich ist das eine meiner Stärken. Ja, Jack ist, glaube ich, so eine Art Sicherheitsmann einfach. Jack, du weißt, dass es mir schwerfällt, um Hilfe zu bitten. Ich stecke wirklich in der Klemme. Du musst verstehen, dass die Tests, die ich hier durchführe, nicht so ganz legal sind. Du bist der Einzige, dem ich vertrauen kann. Was Will auch getan hat, ich will es wieder in Ordnung bringen. Ah, das ist ich habe meinen älteren Bruder geliebt, aber er hat es mir nicht leicht gemacht. Im Wesentlichen ist alles schon vorbereitet. Aber du bist derjenige, mit dem ich das machen will. Jack, hat er aufgemacht? Er hat aufgemacht. Okay. Ich danke dir. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. So, was haben wir hier? Ah, wow, das ist ja noch mehr Text. Okay, also es gibt sehr viele von diesen Wall of Texts, die auch sehr interessant sind für die Geschichte, aber jetzt einfach viel zu lang, um das zu lesen. Hier hätten wir noch was Kürzeres, was also, ich ansehen kann. Was ist das hier? Eine schematische Darstellung des Korridors. Wenn man sich im Uhrzeigersinn bewegt, reist man in der Zeit vorwärts, gegen den Uhrzeigersinn rückwärts. Oh, das ist so, als hättest du eine Uhr erfunden. Richtig. tolles Beispiel. Du musst den Hebel dort drüben betätigen, an dem Kononleitung steht. Dadurch wird der Kern aktiviert. Ich werde eine Diagnose durchführen und dafür sorgen, dass er stabil bleibt. Hier steht Kononleitung. Jetzt kann ich's machen. So. Drücke nach oben. Da wird nur die Kononleitung initiiert. Okay, vertrauen wir dir einfach mal den Paul. Wird schon nicht schief gehen hier. Sicher, dass das so richtig ist? Die Messwerte sind stabil. Was war das? Oh, ist ja echt nicht schief gegangen. Der Kern repliziert die Auswirkungen eines mikroschwarzen Lochs. Ihn zu aktivieren kann also ein wenig heikel sein. Ein schwarzes Loch? Was genau testen wir hier?
Das wirst du gleich sehen. Hier entlang. Das läuft bestimmt normal. 230 Volt, oder? Sieht nicht besonders energiefressend aus. Ein bisschen illegal und ein Stück weit unverantwortlich. Ich hatte früher schon so einiges mit Paul getrieben. Aber das hier war etwas anderes. Allerdings wusste ich immer noch nicht, wie schwerwiegend und weitreichend die Konsequenzen sein würden. Wie konnte ich auch? Aber ich kannte Paul. Er spielte den Coolen, aber ich sah, dass er nervös war. Es ist soweit. Wir machen es wirklich, Jack. Das wird der Wahnsinn. Okay, wir starten also ein illegales Projekt, was mehr oder weniger fertig ist und hoffen, dass es funktioniert. So, wo muss ich hin? Hier, nimm diesen Schlüssel. Du brauchst ihn, um den Korridor zu aktivieren. Hast du mich gerade eingesperrt? Okay, den Schlüssel nehmen. Okay. Für die Aktivierung müssen wir beide Schlüssel gleichzeitig umdrehen. Reine Sicherheitsmaßnahme. Bereit? Wie bei einer Atombombe. Dachte ich mir nämlich damals auch. Warte, wir aktivieren doch keine Atombombe, oder? Finden wir es raus. Also ab dem Punkt wäre ich jetzt übrigens raus gewesen. 2, 1. Aber Jack Joyce ja nicht. Verdammt, Paul. Was ist das? Der Korridor. Der Passagier tritt am einen Ende ein, folgt der Schleife, tritt am anderen Ende wieder aus. Und erscheint zum festgelegten Zeitpunkt dort, wo die Maschine genau dann physisch steht. Passagier? Warte mal, dieser Korridor ist für... Du hast tatsächlich vor, in das Ding zu steigen? In die Maschine? Durch die Zeit? Das ist eine verdammte Zeitmaschine. Das ist eine verdammte Zeitmaschine, ja. Der Erste sein, Jack. Mit dir als Zeugen. Das ist verrückt, Paul. Das kann ja wohl nicht sicher sein. Was ist, wenn... Unser Team hat in der Testphase bereits bewiesen, dass es funktioniert. Sie ist bereit. Wir haben jeden einzelnen Test bestanden, jede einzelne Inspektion. Wir sind dabei, Geschichte zu schreiben, Jack. Du musst einfach nur diesen Schalter umlegen. So, was hat er denn eingestellt? 2 Minuten in die Vergangenheit, am 9. Oktober 2006. Wir haben 4 Uhr morgens und 11 Minuten. Ja, okay. Ach nee, das ist das Gelbe, das ist das, wo er hin will. Wir sind beim Roten da unten, okay. 2 Minuten in die Vergangenheit. Dann mal los. Viel Glück, Paul. Merk dir diesen Moment. Was ist der Mager für eine Fresse? Sie ist schon ein bisschen verrückt, der Junge. Was? Wie? Mir geht's gut. Keine Sorge. Alles okay, bleib ruhig, Jack. Bleib ruhig? Jetzt gibt es dich 2-mal. Du hast dich verdammt nochmal vervielfacht. Verdoppelt eigentlich, jetzt hat er. Das hier ist genau das, was passieren sollte. Dass er ist eine Zukunftsversion von mir aus... 2 Minuten in die Zukunft. Ein böses Zukunfts-Ich. Geschafft! Einfach unglaublich. Ich meine... Was das für uns bedeutet. Wir könnten die Menschen vor Unheil warnen. Unheil warnen, Krankheiten heilen, bevor sie sich ausbreiten. Die Unterhaltung hatte ich gerade. Hört sich beim zweiten Mal immer noch gut an. Meine Güte. Ja, creepy, aber geil. Maschine. Du musst den Kreis schließen. Ja. Ja. Natürlich. Warte, Paul, was tust du? Es ist alles eine Schleife, Jack. Ich muss in die Maschine und zu dem Moment zurückreisen, an dem ich die Maschine verlassen habe, um hier zu sein. Und wenn du das nicht tust? Es gibt kein Was, wenn. Ich bin hier, es ist schon geschehen. Du hast es gesehen, Jack. Wir haben es geschafft. Nein, das ist unmöglich. Das ist einfach unmöglich. Ich kann gar nicht... Wir können jetzt nicht aufhören. Wir müssen die andere Richtung testen. Stell die Maschine auf 5 Minuten in die Zukunft ein. Okay, ja, das Ganze wirkt am Anfang ein bisschen wirr, das gebe ich zu, das ging mir damals auch so. Im Spiel gibt es 2, ich sag mal so, Zeittheorien. Also es wirkt jetzt alles sehr so Zeitmaschine-mäßig und so, aber so viel hat das damit gar nicht mehr zu tun, wenn wir hiermit durch sind. Ich weiß nicht recht, Paul. Ach doch, du weißt recht. Was tust du da? Oh nein. Was haben wir denn da? Jack. Herr Ringe? Du musst mir helfen. Wir müssen das Ding abschalten. Na
Nein, 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 halt ihn halt's auf! Maul. Er beschädigt warte, den Kerl! Jetzt, warte mal! Können es nicht abschalten, Paul ist noch da drin! Will. Halt's Maul, sieh halt's Maul! Sieh mich an! Nimm die Waffe runter, dann reden wir, okay? Dafür ist keine Zeit! Du denkst nicht klar, nimm die Waffe runter! Heilige Scheiße, Will. Die Zeit wird enden. Jack, bitte vertrau mir. Sonst was? Halt ihn auf! Nein, ich hol dich da raus. Oh Gott, oh nein. Nein, 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 nein. Ey, war das so vorgesehen, Paul? Hat das Projekt Erfolg gehabt? Ja, oder? Okay, wir haben so eine fette Ladung von, diesen, von dieser Strahlung abbekommen. Paul auch. Alles okay? Ich glaube ja. Und Will? Für deinen Weg raus, kümmere du dich um Will. Ja. Okay. Der ja offenbar gewusst hat, dass das nicht klappt und Wills ihn aufhalten Worte halten wollte. In meinem Kopf wieder. Die Zeit wird enden. Oh ja, hier fliegen Dinge in der Luft rum. Bewegen sich nicht von der Stelle. Was? Die Zahlen waren stabil, das hätte funktioniert. Was? Da ist etwas mit der Zeit wirklich ein bisschen kaputt gegangen, fürchte ich. Das ist verrückt. Da ist Will und der bewegt sich ebenfalls nicht mehr. Bleibt das für immer? Es wäre die Zeit überall stehen. Will! Will! Komm schon. Da ist er wieder, Allah. Jack. Hey, Will. Der Nullzustand. Was haben wir getan? Sie hat mich gewarnt. Ich wusste, dass sie recht hatte. Wer ist die ganze Zeit über. Ich habe Paul gewarnt. Es hätte vermieden werden können. Es ist zu spät. Ja, wir holen dich dann mal raus. Aber du hast ganz schön Scheiße gebaut, Kollege. Ich hoffe, du hast einen Plan, wie wir das wieder in Ordnung bringen. Jetzt komm! Die klemmt! Das sollte nicht passieren! Die Zahlen sind doch... Die Anomalie ist kollabiert. Jack! Es gibt nur diesen Weg. Ich gehe durch die Maschine. Paul, warte! Nein! Jack! Hier entlang! Jack! Jack! Okay, Paul Sabine läuft durch die Zeitmaschine, was natürlich bedeutet, dass er in der Zeit reist. Weil das Ding ist ja noch an. Komm! Wir können durch die Luke fliehen, durch die ich gekommen bin! Die Zeit läuft allerdings weiter, deswegen müssen wir jetzt schnell abhauen, bevor uns die Leute kriegen. Und was als nächstes passiert, sehen wir dann im nächsten Part. Danke bis hierher fürs Zusehen, bis dann und ciao, euer Quintown. Es bleibt spannend, bleibt dran.